Letzte Folge haben wir mit einem Speedrun-Level gestartet. Jetzt starten wir auch ein Speedrun-Level. Mit 37, 6, 3 Sekunden habe ich es geschafft und ich hatte gerade kurz eine Idee im Kopf. Wenn ihr auch Rayman Legends besitzt, könnt ihr versuchen, mal nicht hier meine Rekorde zu knacken. Das kostet nicht so viel auf Instant Gaming. Instant Gaming ist, was habe ich dafür bezahlt? 6 Euro für das Spiel? Keine Ahnung mehr. War Rabatt, aber egal. Wir machen jetzt weiter. Im letzten Part haben wir, wenn ich doch mal Revue passieren darf. Haben wir das Musiklevel gemacht, plus ein paar Speedrun-Levels und die erste Level von Olympus Maximus. Und anscheinend ist das irgendwie so eine göttliche Welt. Apropos göttliche Welt, ist ein Kleinling. Ja, wir können jetzt anscheinend über Wände laufen. Und anscheinend ist das ein Weglaufen-Level, ziemlich bekannt aus Donkey Kong, DKCR oder aus Mario mit Lava. Aber anscheinend sind diese Spinnen nicht so schnell wie ich. Nicht gut, da kann ich mich auch ein bisschen hier umgucken. Ah, hätte ich ihn besiegen können. Aua. Wollte eigentlich runter. Ah, cool, das ist was. Mal wieder hier. Perfekt, okay. Was ist das? Ist das da unten? Das ist eine. Ah, das sind die Schwerter. Yay. Die waren schon im letzten Part ziemlich freaky. Aua. Ja, das Level ist cool. Mag es irgendwie. Den Spinnen, das ist eine coole Idee. Ich mag insgesamt diese Weglauf-Level oder diese Lauf-Level, wo man schnell sein sollte. Ja, weil die chillig sind. Finde ich angenehm. Frustrieren auch. Ich finde, viele frustrieren sie ja so welche Level, aber in diesem Spiel frustrieren sie nicht. Weil es Spaß macht. Es macht echt Spaß, dieses zu spielen. So, wir haben den König. Wir haben die Queen verpasst. Wo haben wir denn die Queen verpasst? Dann nehmen wir den jetzt doch mit. Wahrscheinlich ist es doch kein Weglauf-Level, weil ich bin von gerade. Hä? Wo haben wir? Da unten! Ich seh's! Ach du Kacke! Okay. Ich habe schon irgendwie befürchtet, dass hier irgendwas ist. Irgendwie habe ich es gespürt, dass hier was ist. Nein, nein, ah, nee. Aber es sind keine Spinnen. Was sind das für Viecher? Oh, die erinnern mich an Donkey Kong Country Returns. Diese Gegner aus. Diese Wolk-Dinger, die. Okay, da waren noch Booms, aber egal. Diese Wolk-Dinger aus diesem Tempel. Zur Tempelwelt. So rote, blaue und so richtig verschiedene gibt es davon. Daran erinnern die mich. Hat mich nicht warum. Nur dass die schwarz sind. Hä? Ach so? Gut. Stirbt! An das Licht des Todes. Muhaha.
Ja, das haben wir sogar ziemlich gut gemacht, aber ey. Ich hab nur auf den Schoß nehmen und ein Safe irgendwas. Nein, doch nicht. Okay, schade. Jetzt gucke ich lieber nochmal dreimal nach und das ist doch kein Wettlauf-Web. Och Mann. Ich hab mich doch komplett getäuscht. Aber es sah so aus. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. What the fuck? Ich hab ja durch die Tür geglitscht. Jetzt ist es aber ein Weglauf-Level. Ja, die Musik sagt schon alles. Hätte das Teil mitnehmen können. Ich habe Angst, dass ein kleines Ding war. Deswegen lasse ich mich kurz killen. Ja. Es war sogar ein kleines Ding. Okay, es war sogar gut, das zu machen, bevor ich das ganze Level wegen diesem Vieh vormachen muss. Stirbt! Stirbt an das lila Licht des Todes. Und ihr lasst mich bitte in Ruhe. Wir haben 600 Dooms. Okay. Und fertig. Yay. Oh, ich mag einen Raymond. Rayman Legends ist echt ein tolles Spiel. Ich freue mich schon auf Origin. Das soll ja auch gut sein. Freue ich mich ziemlich hart drauf. Aber erstmal machen wir dieses Spiel fertig. Und dann das nächste Special Level. Let's go! Ah, geschafft. So gut auch wie ich dieses Spiel lobe, ist das jetzt so mein Unlieblings-Level. Speedrun-Level. Weil, wenn du zu schnell bist, kannst du sterben. Wenn du zu lahm bist, kannst du sterben. Du musst halt die Mitte davon finden. Beim Speedrun-Level sollte man nicht bestraft werden, wenn man zu schnell ist. Man sollte bestraft werden, wenn man zu lahm ist. Das ist okay. Aber zu schnell, ja, ich bin zum Beispiel, weil ich zu schnell bin, sind diese Laserteile einfach. Haben sich so gedreht, waren in der falschen Position, dass ich schon gestorben bin. Oder bei dieser Stampfattacke ins Wasser, wo ich gefallen bin. Wenn man da zu schnell das macht, dann ist man tot. Dann muss man warten. Das finde ich mein Speedrun-Level nicht gut. Egal. Wir machen weiter mit Rette Olympius. Ist hier Olympius? Keine Ahnung. Ja, Olympia. Olympia. Okay. Bin dabei. Das ist so ein Level. Ja, ich verreck jetzt mal. Okay. So. Hä? Musik hat sich verändert. Hä? Mann. Warum ich gerade so enttäuscht bin? Musik? Wie kann sich. Wer hört hier die. Es gibt weiter. Aber warum? Ich will die vollen Track hören, nicht wenn ich sterbe. Wie soll ich das dann machen? Haben wir vergessen, da was zu testen? Sie kann das Spiel zu 100% nicht machen, Kappa. Keine Ahnung.
Bin ich einfach gerade runtergefallen. Ja, okay, wir sind gerade wieder normal. Ja, jetzt. Oh, ich wollte schon fragen. Ich wollte schon. Wie viele Blumen, wie viele kleine Dinge müssen wir retten? 3, okay. Okay, wir starten wieder hier. Das ist ein Troll. La la la. Ich bin noch gar nicht gesprungen. Fuck. Falsche Richtung gedrückt. Okay. Das ist schwer. Okay, mit der Musik gerade ist traurig. Dass sie so skippt durch, wenn ich sterbe. Ich werde angeschrieben. Hoffentlich mal nicht vom Brotti, weil wo ich es aufnehme, wollte ich eigentlich um 12 Uhr anfangen. Stream ist wirklich ziemlich früh. Ich hoffe mal, wir haben jetzt nicht schon 12 Uhr. Ich nehme seit 3 Jahren auf, Kappa. Nehmen seit 8 Uhr auf. Nein, 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 nein. Oh, der war gut, der Run, der war so gut. Vielleicht war es doch GTA. Mal gucken. Ja. Streams wollte ich noch was sagen. Streams kommen, habe ich ja in der letzten Part ja gesagt, dass es häufiger kommen werden jetzt die nächsten eine Woche. Dieses Wochenende und das nächste. Streams häufiger kommen. Und das Tolle ist. Wo ich mich drauf freuen werde. Wo ich gerade GTA sage, ich kann nicht mehr reden. Weil ich mich hier eigentlich konzentrieren sollte. Wir machen wahrscheinlich einen Draft-Stream. Wer nicht weiß, ein Draft-Stream ist, warum springe ich da? Ein Draft-Stream ist ein Stream, wo wir unsere Picks, unsere Team-Members reinpacken. Bin ich gar nicht gesprungen. Hä? Hält man einfach hin? Man muss mal irgendwie mit einem Trick machen? Nö, jetzt wollte ich. Okay, komisch. Vielleicht habe ich mich auch verdrückt. Kann nicht immer eine Spielschuld sein, kann auch mein Versagen sein, aber gerade war es merkwürdig. Wie bin ich jetzt gestorben? Oh, wahrscheinlich. Hä? Ich habe hier das Level nicht. Ja. Nein! Okay. Ja, ich bin gerade interessiert, ja, ein Draft-Stream. Draft-Stream ist, wir holen unser Pokémon. Welche Pokémon? Jedes Pokémon darf nur einmal benutzen. Wie halt normalen Draft. Wer es nicht weiß, sollte sich mal informieren. Wer was in seinem Leben verpasst. So. Ja, wir werden wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche sein. Da freue ich mich mega. Und ja, wenn ich mich drauf freue, bedeutet, ich muss auch ziemlich viel Hektik machen. Bedeutet, ich muss die Bilder wechseln und das wird ein bisschen anstrengend. Aber ich freue mich sogar darauf, weil ich mag diese Hartarbeit und über Grenzen arbeiten ist auch schön. Und es wird Spaß machen. Ich habe auch schon einen Plan, was ich so haben möchte. Ich sag jetzt nicht was, weil keine Ahnung, die Leute jetzt die Parts gucken, die Streams. Ja, Nightfighter. Wenn Nightfighter Raymond guckt, dann weiß er, welche putzen will. Deswegen sage ich lieber nichts und vielleicht stürzt ja einer der Zuschauer, einer der Mitglieder dort oder jemanden, die kennen und sagen alles. Deswegen, nein. Kann aber sagen, wer so alles mitmacht. Nightfighter, Sebi, Basti, Zyrum. Eigentlich die bekannten Gesichter vom von der letzten Season. Wer alles neu dabei ist, Nightfighter. Ja, das war's. Nightfighter ist das neueste Gesicht. Und halt Kasatu und Poketobi, Shroom sind nicht dabei. Da haben wir natürlich alle Switches hier gemacht. Spike sind gestern zwischendurch in den GTL ja rausgestiegen. Tobi macht ja nichts mehr mit Competitive mäßig. Shroom hat keine Zeit für sowas wegen Arbeit. Kann ich verstehen. Shroom Sache. Der kann ja nur nachts spielen oder aufnehmen. In mir Pokémon
Bist du dann schon? Ich bin einfach zu dumm für diese Stelle. Ich drück da immer A. Und jetzt bin ich einfach runtergelaufen. Ja, ganz kurz. Ich gehe noch mal durch Basti. Basti. Karma. Karma ist dabei. Oh, darauf freue ich mich sogar. Karma ist auch in der Liga ausgestiegen. Ich weiß nicht mehr, haben wir ihn rausgeschmissen? Weil er zu lange inaktiv war oder nicht da war für eine Zeit und wurde dann durch irgendjemanden getauscht. Er hätte Magierna in der ersten Teaser diesen doch, oder? Keine Ahnung. Ja, Itkaf ist nicht dabei, leider. Der Chef von der letzten Season, wo ich dann die Rolle übernommen habe. Ich will gerade das Alphabet durchgehen. Basti. Basti, Makama. War noch zwischen jemandem hier und. Luma. Luma natürlich. Luma war dabei. Dann ich. McKay. Knife Fighter Schuhlecker. Jetzt kommen die Namen. Schuhlecker war sehr. Okay, mir fällt gerade nicht ein, der letzte ein. Sorry, deswegen. Knife Fighter Schuhlecker. Sebi. Sebi. Boah, ich bin einfach zu hohl. Sebi, Jetisch und Zyrum. So, jetzt konzentriere ich mich. Hä? Ich bin doch gesprungen, das hat man doch gesehen. Ich bin aber falsch abgesprungen. Ja, moin. Oh, ist ja knapp. Ey, ich verkacke beim gefühltesten, leichtesten Level des Spiels. Es ist halt echt leicht. Muss nur wissen, wie es hier funktioniert und sowas auch können. Jo. Ey, was ist das? Immer bei der Stelle. Ich verkacke immer bei dieser Stelle. Meine Hand schwitzt schon. Ah, das ist mega unangenehm. Oder mein Raum, mein Zimmer ist zu heiß. Ich muss mal gleich mein Fenster aufmachen nach dem Part. Und mir mal durchlüften. Auch wenn ich alleine gerade bin, muss ich hier Sachen machen. Wie? Ah, ist mir unangenehm. Verschwitzern. Ja. Kaffee hier gut. Das auch eigentlich sollte eigentlich auch gut klappen. Im Loom sieht es auch gut aus. Ja, endlich. Nein, bitte gab es einen Checkpoint. Nein. Oh, oh, oh. Nein. Oh man. Ich muss eigentlich husten gerade. Wie gesagt, ich bin ja krank. Ich habe eine kleine Erkältung. Und will schon Videos bringen jetzt wieder. Auch wenn ich nicht krank bin, mach. Okay, ich war die letzte ganze Woche krank. Egal. Ja, jetzt haben wir da zwei Looms, boah, zwei Looms verpasst. Haben wir alle? Ja, okay, gut. Aber auch alle Looms. Ja, haben wir. Perfekt. Nice. Perfekt, dann haben wir sogar. Dann geht jetzt der Part.
Ja, ich sage, man hat mal das Ende gefunden. Diese Parts. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch und oh, freut euch auf die nächste Part mit Olympia. Aber bevor wir weiter zu Ende machen, bin ich Glückslose. Und ein Kuscheltier. Und ein Kleining. Perfekt. 3, 5, 4. Ja. Wir kommen an die 700 dran. Wir sehen uns. Bis dann. Und ciao. Oh ja. Mach.